Willkommen zurück, mein Lieben, zu einer neuen Folge XCOM Files. Ja, wir haben beim letzten Mal erfolgreich die Basismission von den Jüngern Dagons abgeschlossen. Wirklich viel gemacht hat es uns aber nicht. Denn das Problem ist, wir müssen immer noch Leute lebendig kriegen. Wir sind auch immer an der Forschung von dem wissenschaftlichen Labor. Das wird auf jeden Fall sehr wichtig werden. Ich hoffe, das ist bald fertig. Und wir haben drei neue Soldaten bestellt für unser Hauptquartier. Das ist super ruhig, das sind sie auch schon. Plus, Pamela Scott ist wieder einsatzbereit und Amara Ndiaga. Ich glaube, das ist Ghana. So, jetzt sind es wieder nicht die besten Rekruten. Ich hoffe ja immer, dass wir zwischendurch mal zumindest jemanden bekommen, der ein bisschen was taugt. Aber in letzter Zeit haben wir da eher Pech gehabt. Naja, was soll's? Wir werden die Leute allerdings neu ausstatten. Keine Kevlar-Weste. Ballistische. So. Dann bin ich gerade am Überlegen, ob wir den Hubschrauber verkaufen sollen. Wie ist die Range von der Libelle? Wenn jetzt was. Die Sache ist die. Wir sind punktetechnisch durch die Mission sehr gut dabei. Das heißt, auch wenn jetzt irgendwas Fieses kommt, sollte es wahrscheinlich okay sein. Ich werde den Hubschrauber verkaufen. So, tschüss. Und stattdessen kaufen wir uns eine Libelle für 300.000. Jetzt geht dann hier unten irgendwas auf. Okay, Glück gehabt. Was haben wir? Kurt Außenpostenuntersuchung von Morgenrot. Wir müssen gucken, wobei Morgenrot ist es nicht so wichtig, aber wir müssen gucken, dass wir langsam anfangen, die Leute zu stunnen. Ich denke, ich weiß nicht, ob wir da noch im Tag hinkommen. Ich glaube ja. Okay, sieht gut aus. Alleniumscherbe erwecken. Die Kyokai-Archive enthielten ausführliche Dokumentation zur Entwicklung von Gedankenmustern in Alleniumkristallen. Angesichts des scheinbaren Fehlens einer ausreichenden theoretischen Grundlage und der Losgelöstheit dieses Wissens von irdischer Wissenschaft können solche Informationen nur von einer außerirdischen Quelle kommen. Im Endeffekt handelt es sich um technische Dokumentation und ein Hochfahrprotokoll. Das sollte uns erlauben, eine Alleniumscherbe zu erwecken, zu einem Bewusstseinszustand ähnlich dem unseren. Eine solche Intelligenz kann lernen und sich verbessern. Bei sorgfältiger Behandlung wird sie geneigt sein, sich uns anzuschließen, obwohl dieser Prozess einige Zeit dauern kann. Sobald voll entwickelt, erlauben ihre Charakteristiken sich leicht mit einer Vielfalt von Technologien zu verbinden, wie Roboter und ähnliche intelligenten Waffensystemen. Ah. Dadurch können wir das Panzeraufklärer erforschen. Brauchen wir es aber nicht. Ich möchte das wissenschaftliche Labor haben. Wir werden das ein bisschen beschleunigen. Und so, Pamela Scott ist wieder fit. Leute, ich bin. Ich sag's euch, ich bin schwer begeistert von der Dragunov. Wobei jetzt, glaube ich, für Pamela wahrscheinlich das Präzisionsgewehr fast noch ein bisschen besser ist. Wir geben hier das Präzisionsgewehr. Die Dragunov kriegt dann jemand anders. Wie zum Beispiel du. Blendgranate ist in Ordnung. Du triffst mittlerweile ganz gut. Ich kann mich an dich erinnern. Du bekommst als Backups. Ne, nicht als Backup. Einfach zusätzlich noch so ein Heilspray. Das passt für dich. Du triffst nicht wirklich was. Hugo Robles. Der kann zumindest ein bisschen was tragen. Wir setzen auf gewöhnliche Black Ops Gewehre.
So, du... Oh, wir haben... Ich habe vergessen, die Munition hinzuzufügen. Ne, sind nicht so wild, denke ich mal. Die MP5 geht auch. Ronald Neiberger, du triffst nicht so toll. Hm. Ich denke, ich gebe dir das KBU. Und das sollte okay sein. Angelika Meyer. Das geht eigentlich vom Treffen her. Du hast die Betäubungsmunition drin. Ich denke, das ist das, was wir wollen. Du müsstest zu ganz hinten im Raumschiff sein. Wir haben Napalm, eine HI, eine weitere Betäubungsgranate und eine Blendgranate. Ich denke, das passt. Okay. Gucken beide leider in unsere Richtung. Beide üble Waffen. Okay, gut. Erste wäre schon mal weg. Die Drakonovs stehen vorne. Okay, das war schlecht. Probierst du es nochmal? Snapshot. Okay, aus irgendwelchen Gründen ist das Spiel gerade ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Was ist das? Das ist die Ecke der Map. Okay, das war jetzt nicht der beste Schuss. Hinterausgang gibt's leider nicht. Ich habe einen zusätzlichen Mod hinzugefügt, dass die Smoke ein bisschen visuell ein bisschen angenehmer ist. Oh. Haben wir jemanden auf der rechten Seite? Naja, viel besser ist die Smoke auch nicht. Egal. So, du hast 3 Wunden abgekriegt. Irgendjemand, der die... Das Problem ist, wir haben nicht wirklich viele Leute mit einem... Medkit dabei. Okay. Du hast ein Gewehr, das wir nicht kennen. Wir sehen ihn nicht. Okay. Bevor wir schießen, gehst du hier hin, schnappst dir ein Köfferchen. Und heilst uns hoch. Okay, da kam was von der Seite. Miese Schüsse. Das Problem ist, jetzt kommt keine andere mehr raus. Oder? Ja, wir stecken hier fest. Ah, das war dumm. Das war super dumm. Da ist auch noch einer mit der Dragunov. Ah, ich habe Mist gebaut. Hat irgendjemand eine Smoke? Ich glaube nicht, weil es kann niemand was tragen. Hm.
Okay, schauen wir, was passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss gleich mal in die Optionen gucken, dass das Spiel ein bisschen langsamer ist. Was, die treffen gerade gar nichts. Aber es war dumm, so den Zug zu beenden. Das war... Wir dürfen die Sniper nicht ganz vorne stehen lassen. Das ist... Ich muss mir wieder die guten Manieren aus der letzten Staffel angewöhnen, auch wenn es eine Weile her ist. Lass mich mal kurz in die Optionen gehen. Machen wir das ein bisschen hoch. So. Okay. Gut. Dann. Holy moly. Da sind die Party People am Start. Will ich eine weitere Smoke schmeißen? Ich glaube, ich will. Was brauchst du? 26. Für Primen und Werfen. Okay, dann können wir das nicht in der Runde machen. Der hat ein Messer. Okay, eher suboptimal. Das war nichts. Keine Schusslinie. Okay, dann... Der ist auch ein Problem unter Umständen. Was hast du? Okay, gut. Hat keinen Smoke von euch. Hat echt kein Schwein Smoke. Okay, da unten ist einer, der dreht uns gerade den Rücken zu. Okay, das war nicht so toll. Das ist die Frage. Auf wen gehen wir am besten? Ich weiß nicht, was das für ein Gewehr ist. Pistolen machen mir jetzt nicht so Angst. Makarov. Luger. Okay, gut. Okay, jetzt siehst du was. Machen wir die weg, die... Machen wir die weg, die... Oh, der Aimshot von dir braucht nicht wirklich viel. Das ist spannend. Keine mögliche Flugbahn.
Und wenn du dich duckst? Ich dachte, das... Ach, das ist keine AOE-Munition, die wir jetzt gerade hatten. Das war die Stumpfe. Nicht die Blankgranate. Ich hatte da gerade ein bisschen was... verwechselt. Okay, da unten ist nochmal einer. Arschkarten haben die, die jetzt nicht geduckt sind. Okay, ist vielleicht fast ein bisschen zu schnell jetzt. Die Rüstung hilft natürlich stark. Oh. Verdammt, ich habe völlig wieder die Granaten vergessen. Ja. Wir stehen alle auf einem Haufen. So dumm. Warum vergesse ich das? Ey, wie dumm war das? Wie dumm ist das denn gewesen? Ich... OMG. Tja. Angelika Meier und... Youssef, ihr seid die einzigen Überlebenden. Herzlichen Glückwunsch. Der wird sterben, denke ich mal, aber wir gucken mal, vielleicht haben wir Glück. Da können wir den auch noch retten. Oh, das war so dumm, ey. Das war sowas von dumm. Es hätte noch eine andere gelebt, glaube ich. Ach, komm schon. Oh. Okay. Grundgütiger. Ich bin baff, wie dumm ich gerade war. Ich habe alles aus der letzten Mission komplett wieder nicht gemacht. Das war so dumm, was ich da getan habe. Ich kann's gerade selbst nicht fassen. OMG. Was haben wir? 7 verloren? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh mein Gott, war das dumm. Wie kann man nur so dämlich sein? Ganz ehrlich. Wie kann man nur so dämlich sein? Oh, Soldatenmarke. Eine militärische Marke listet den Namen des Soldaten, die Einheit und andere persönliche Daten. Okay, haben sie nicht wirklich viel gebracht. Schwere Betäubungswaffen hört sich gut an. Okay, zumindest können wir die Libelle wieder ausrüsten. Und lassen wir mal so. Kein einziger... Okay, Libelle in Indonesien ist da. Das ist fantastisch. Denn... wir brauchen noch zusätzliche Soldaten. Und... wir laden hier das... Loadout. Das können wir alles nicht kaufen. Das passt. Ist in Ordnung. Schon wieder ein Außenposten. Okay.
Dann würde ich sagen, auf Neues. Wir müssen... Wir haben jetzt nur 7 Leute dabei, aber... Schwarzer Lotus, oder? Ja. Ich will nicht warten, bis es Nacht wird. So, das passt. Diesmal spielen wir ein bisschen besser. Wir brauchen mehr Smoke. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Smoke. Und du solltest eigentlich nicht der Vorderste sein. Das ist auch dumm. So. Du bekommst eine Deagle. Und eine Smoke-Granate. Geprimed. So, sehr gut. Du triffst nicht wirklich was. Du bekommst eine USP. Und ein Magazin. Und eine geprimte Smoke. Du triffst auch nicht wirklich was. Das geht. Könnte schlimmer sein. Du bekommst... Shotgun hinten ist nicht gut. Theoretisch, eigentlich müsste der, der ganz vorne ist, die Shotgun haben. Wir haben schon wieder relativ wenig Heilung dabei. Ja, wobei es geht. Die 2 Smokes. 7 Leute. Okay, das ist nicht das Ende der Map. Okay, wisst ihr was? Das ist Zug 1. Lassen wir den einfach vorbeigehen. So, und wenn wir aussteigen, müssen wir smoken und dann sofort verteilen, weil sonst Granaten kommen. Ich glaube, der eine hat ein Wurfmesser abgekriegt und ist demnach jetzt verletzt. Okay, gut. Okay, wir sehen einige. Pistole, du bist ungefährlich. Du bist gefährlich. Du auch. Okay, auf wen schießen wir? Auf den hier wahrscheinlich. Gut. Ups. So, wer hat die Smoke? Ihr nicht. Du hast eine. Und zwar schießen wir die... Außer Reichweite. Okay, das passt. So, nicht auf einem Haufen stehen. Wir probieren es zumindest. Hier hinten ist das Ende der Map. Okay, gut. So, du kniest dich hin. Dann 41. Okay, gehen wir auf den da. Gut. Du hast auch noch eine Smoke.
schmeiß die hier hin. Das hier ist, glaube ich, eine Hexe. Und von denen müssten wir eine lebend haben. Idealerweise. Aber eine reicht. Okay, zumindest stehen nicht so viele auf dem Haufen. Einer weniger. Okay, wir haben ein bisschen Smoke. War das Reaction Fire? Wahrscheinlich schon. Oh. Vielleicht doch ein bisschen schnell, die Schussgeschwindigkeit. Ja, man sieht teilweise fast nicht, von wo das da was kommt. Okay, lasst uns ein bisschen runterschrauben. So, du wurdest verletzt. Zwei Wunden. Sehr gut. So, du siehst, der ist wahrscheinlich das Problem. Okay, nice. Wir bringen den ein bisschen raus. Dann. Du. Ja, so ist die Geschwindigkeit sehr angenehm. 32. Okay, es war gar kein schlechter Versuch. Der ist noch sehr weit weg. Den treffen wir einfach nicht. Oh je. Wow. Okay, du siehst nochmal was, der ist zu weit entfernt. Das bringt so nichts. Okay, gut. Dann machen wir noch zwei Snapshots. Ich meine, er ist jetzt nicht wirklich eine Gefahr. Der hat nur eine Stunwaffe, aber trotzdem. Okay, ich glaube, wir stehen einigermaßen gut verteilt. Ducken. Wir haben jetzt keinen Granatwerfer dabei, der uns beim Stun helfen würde. Generell auch nicht wirklich Nahkampfwaffen dabei. Das war ein heftiger Hit. Das auch. Aber du hast nicht so viel abgekriegt. Das ist eine Wunde. Okay, leider nichts zum Aufnehmen. Geht das so?
Das reicht nicht. Es reicht nicht. Der ist ein Problem mit seinen Wurfmessern. Okay, das war ein guter Hit. Sehr nice. Dann machen wir noch einen Snapshot. Fast. Dann, wie schaut's mit dir aus? Das ging meilenweit daneben. Fantastisch. Keine Schusslinie. Warum siehst du den nicht? Okay, das geht sich nicht aus. Passt zu weit. Du stellst dich vor ihn. Und dann passt das. Zum Heilen müssen wir halt immer ein bisschen aufeinander hocken. Das ist der Nachteil, wenn man angeschossen wird. Aber es läuft wesentlich besser. Smokescreen. Und dann hinten aufstellen. Wo ist der verdammte Typ mit der Magnum? Oder Desert Eagle, was auch immer das genau ist. Das, was auf jeden Fall ordentlich Wurms hat. Okay. Das ging ins Nirvana. Verflucht. Einer weniger. Gut. Wen haben wir denn hier noch? Wer sieht denn überhaupt? Wow. Das waren ein paar gute Hits. Der ist fällig. Okay. Wir sehen hier noch einen, der ist aber weit genug entfernt, dass wir ihn ruhig ignorieren können. Oder auch nicht. Haben nicht wirklich einen besseren Move. Okay, du schaust in die Richtung. Alle anderen sind okay. Ich denke, ich werde irgendjemanden dann zurückschicken. Und den Granatwerfer holen lassen. Wenn es hier so ein bisschen frei ist. Weil es sind immer, es müssen noch zwei von den Frauen da sein. Die Hexen. Und ich will... Ach, der mit der verdammten Diegel. Zeig dich doch mal. Der war hier irgendwo in der Smoke. So. Du kriegst den Granatwerfer. Die Munition ist gar nicht. Ist stumpf, ist glaube ich okay. Ist das, was wir wollen? Wir sehen nichts.
Wer ist sie denn überhaupt? Du. Okay, das ging meilenweit daneben. Es reicht noch für ein Aimed. Okay. Hit mit dem Sniper Rifle ist eigentlich fast immer der sichere Tod. So, du guckst in die Richtung. Ich will nicht zu weit nach vorne gehen. Okay, irgendjemand ist in Panik ausgebrochen mit einer Shotgun. Und wir sehen nichts. So. Du nimmst das. Und Rauch bringt uns nicht so viel. Blend. Wahrscheinlich auch nicht. Das Einzige, was wirklich was bringt, sind die Stumpfen. Vielleicht kannst du noch so ein Stun-Ding mitnehmen. Okay, keine Zeiteinheiten. Wir haben einen Rucksack mittlerweile wieder. Yay. Coole Sache. Okay. Problem ist, wir sehen immer noch nichts. Wir wissen nicht, wo sie sind. Okay, da ist eine. Die ist sogar relativ nah dran. Duck dich mal. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Runde einen Schuss hinkriegen, aber wir werden es probieren. Okay, das war Friendly Fire. Immer wieder geil. Ach komm schon, unser bester Mann. Okay, zwei Leute verloren. Wo zur Hölle kam der her? Okay, du siehst den. Das Problem ist, ich denke, wir können uns das jetzt nicht leisten, die da. Ach, hier ist auch noch einer. Wo zur Hölle kommst du denn her? Wo zur Hölle kam der denn her? Und hier unten hat irgendjemand mit Wurfmessern geschossen. Warum haben wir den nicht gesehen? Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Du hast zwei Wunden abgekriegt. So, das wäre mal das. Hast du noch? Okay, du hast noch ein Spray.
So. Idealerweise müssen wir wahrscheinlich Sichtkontakt haben. Okay, das bringt nichts. Schmeiß das Ding weg. Normal? Nicht ganz. Ach komm schon. Ärgerlich. Die blöde Kuh ist verletzt. Hier unten war noch irgendeiner mit Wurfmessern. Oder vielleicht ist es auch der. Man weiß es nicht. Die blöde Bitch rennt hier immer noch rum. Warte mal, hatte nicht einer von euch irgendwie so ein Ding? Okay, das war leider nicht gut genug. Haben wir noch eine? Okay. Aufpassen. Leider nicht gut genug. Ah, der ist gefährlicher. So, und ich hoffe, dass du... Okay, der hat eine Shotgun. Das ist jetzt nicht so wild. Vielleicht kriegen wir die andere gestunt. Okay. Wir sehen was. Kein Schaden. Die Olle ist da unten. Du gehst hier nach oben. Hier unten sehen wir nichts. Okay. Wir haben einen. Nicht gut genug. Nicht gut genug. Okay. Glücklicherweise brechen sie. Der ist immer noch da. Ich dachte, er wäre vielleicht hochgerannt. Warum sehen wir den nicht? Wo ist denn der Penner? Grundgütiger. Okay, das hat gesessen. Du hast eine Pistole aufgenommen. Wo ist denn hier bitteschön einer?
Der ist gefährlicher. Okay, beide angeschossen. Die Hexe lasse ich mal so noch sein. Was hattest du für eine Waffe? Ich weiß nicht, ob du mit Wurfmessern umgehen kannst, aber... Ach, das Ding ist... Das, was sich wie eine Magnum angefühlt hat. Okay, shoot. Wie viele Leute leben eigentlich noch? Nur noch 4? Stimmt, wir haben 3 verloren und wir haben nur 7. Wir sind nur mit 7 reingegangen. Hier müsste irgendwo ein Medkit liegen. Ah, das ist ärgerlich. Kein Medkit. Der hier hatte eins. Wo zur Hölle? Wo zur Hölle ist der andere Penner? Hier unten war noch irgendwo einer. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Ich denke mal, die Bitch muss trotzdem sterben. Hilft nichts. Ey, die... Bitte was? Du warst das. Du hast deinen Kollegen abgeschossen. Und du bist der letzte Überlebende. Und hast keine Munition mehr. Einer weniger. Wo zur Hölle war der hier unten? Warum haben wir den nie gesehen? Gibt es hier welche, die sich unsichtbar machen können? Oder was ist hier los? Okay, kümmern wir uns erstmal um die, die wir sehen können. Okay, da ist keiner. Smoke ist auch ausgegangen. Es dürften nur noch 2 oder so sein, denke ich. Naja, vielleicht auch 3. Wo sind die denn? Warum sehen wir keinen? Wo zur Hölle seid ihr alle? Ich will hier nicht so auf offenem Felde stehen eigentlich.
Zeige dich. Das kann's doch echt nicht sein. Kommen wir aufs Dach? Nein. Wir könnten hier hingehen. Vielleicht sehen wir von da was. Okay, es tut sich überhaupt rein gar nichts. Wir haben keine Ahnung, wo der letzte ist. Ich denke, wir machen einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. Und ja, da haben wir verloren. Das war... Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das ging. Ich habe ihn nicht gesehen. Und wir haben all unser Material verloren. Das wird super teuer werden. Plus, wir haben keine Leute. Wir haben absolut keine Leute. Ja, es ist zu weit entfernt. Die ganzen Punkte, die wir plus gemacht haben, sind alle wieder weg. Nun gut, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war eine grauenhafte Episode. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.